Und da habe ich Silber übersehen. Oh, eine größere Goldader. Größere Goldadern finde ich immer nett. So. Mit den Betten ist schon mal alles gut. Ich könnte schon mal zwei von den guten Betten bauen. Also von den Steinbetten, die plus 4 geben. Weil die da geben ja nur plus 2 und nur 2 Schlaf. Die da geben gut Schlaf. Und ich sollte eh allgemein peu à peu gucken, dass ich die Betten ersetze. Ja. So, die guten Betten werden gebaut. Das gibt mir auch schon mal wieder einen kleinen Boost. Na komm, dann holen wir uns den Stein hier eben auch mal. Und den Stein hier auch. Und den Stein. Und wenn wir es können, können wir uns noch den Stein hier holen. Gut. Mit dem Holz, was ich habe, kann ich hier den ersten Block setzen. Ja, langsam nimmt mein Vor etwas Form an. Und ich dachte mir schon, dass da eine größere Ader ist. So, die beiden kann ich auch mal verkaufen. Den porte ich nämlich dann direkt raus, wenn er mir hier alles erledigt hat. So wie den auch. Das kann ich nicht erkennen, auf welchen Stufen meine Zwerge sind. Du bist bald Stufe 4. Auf Stufe 5 wirst du befördert. Darfst meinern. Okay, hier unten ist jede Menge Stein. Und ich bin mal gewillt, ein paar hundert Steine zu verkaufen. So. So, jetzt aber. Irgendwas hat gerade mit der Kamera nicht gestimmt. So, jetzt kann ich meine beiden Miner mal aus der Zone hier holen. Weil jetzt haben wir hier hinten wenigstens mal alles ausgebeutet. Ja, wenn die beiden 5 sind, boosten wir sie auf Militär und dann dürfen die da oben die Zäune fertig einreißen. Das dürfte die so mindestens auf Stufe 6 oder 7 bringen.
2 Punkte sind gut. Handwerksspezialisierung, dass wir dann auf die Arbeitergeschwindigkeit gehen. So, wir können gleich den nächsten Block bauen. So, da ist nämlich mein Labor schon mal aus der Perspektive heraus. Oh, das war falsch. Aus der Perspektive heraus fertig. Wir müssen nur noch eine Tür einsetzen. Eine massive Holztür, dass die sich auch sicher fühlen da drin. Und ein Esstisch. Bräuchten die auch noch einen kleinen? Der ist Marmor. Den da könnte ich demnächst mal bauen. Was heißt demnächst? Ich baue ihn jetzt. Mal da oben hin. Dann ersetze ich den Esstisch durch den neuen. Und mit dem, was ich da rauskriege, kann ich den hier einen kleinen Esstisch hier so in die Mitte setzen. Die stehen hier und forschen. Eigentlich bräuchten die ja einen richtigen Ess- und Schlafbereich. Tülülü. Das heißt, ich mache nur hierzu. Mach denen hier das 1 größer. Dann kommen da oben 2 Betten hin. Und der Esstisch. Ja. Das ist eine gute Idee. Wenn ich den sozusagen hier und hier das Bett hinstelle. Und ihnen hier eine ordentliche Treppe nach oben baue. Könnte ich sie theoretisch hier einsperren. Oh, ihr seid ja jetzt schon eingesperrt. Das war nicht so geplant. So, der Tisch ist fertig. Also werde ich den Tisch mal verkaufen. Und den neuen... Genau. Hier hinstellen. Achso, du bist doch gar nicht fertig gewesen. Egal. Du bist schnell gebaut. So, das heißt auch der Esstisch für die hier kann ich schon mal hier errichten. Ja, und die Minen hier sehen super toll aus. So, wie sieht's aus mit meinem Jungzwerg, der Bergarbeiter werden sollte? Stufe 4, Stufe 4. Wo ist der letzte? Da, du bist nicht der Gute. Du bist auch nicht. Du bist der Gute. Okay. Du kannst nämlich dann mal den Miner arbeiten hier dann helfen. Wenn wir da runter minern. Dann haben wir nämlich hier auch mehr Platz für Trainingspuppen. Oh, und hier drüben können wir noch eine Topfpflanze aufstellen. Ja. Nehmen wir doch einfach mal eine blaue Blume. Die kostet zwar Holz, aber die gibt plus 3. Halloween-Kürbis. So. Und wir schmücken auch mal den Thronsaal weiter aus.
Mit Wandteppichen. Aber schönen Wandteppichen. Die kosten halt alle Gold. Das ist nicht so schön. Gemälde mit Holzrahmen? Nee. Ein vertikales Gemälde. Genau, die sehen doch gut aus. Und zwei hier und hier hin. So. Obsidianboden gibt es. Also können wir dich erstmal retten. Wow, du hast aber jetzt gut reingehauen. Naja gut, der Tisch macht auch gut satt. So, das heißt, wir müssen auch hier oben noch. Alles dicht machen. So. Ist unser Zwerg mittlerweile... Nein, er ist gleich Stufe 5. Ein Forschungspunkt bringt uns nicht viel. Ich möchte jetzt erstmal die Arbeitergeschwindigkeit, weil die beiden Militärspezialisierungen bringen mir im Augenblick nichts. Ja, du brauchst noch zwei Ticks, dann bist du Stufe 5. Kannst beim Graben mithelfen. Was ich jetzt gerne aber mal hätte, wäre die bessere Holzpflanze. Aber die kriege ich wahrscheinlich nur durch die Arbeitergeschwindigkeit oder da so freigeschalten. Ich habe es noch nicht ganz raus, was was freischaltet. Oh, ja, ich kann hier auch noch die Steinwände platzieren, sehe ich gerade. So. Du wirst Bergarbeiter. Und ihr könnt gleich mal zwei Etagen runterbuddeln. Oder noch ein paar mehr. So. Steinleiter nach da unten. Da gibt es sogar Turmalin. Ah, hört mal auf, hier runter zu graben. Ja, super. Und hier gibt es sogar Eisen. Nein, das brecht hier mal ab. So viel zum Abbrechen. Das war schlecht. Das war sogar sehr schlecht. Na gut, mit einem Level 14er Goblin könnten wir es theoretisch noch aufnehmen.
So, ich habe genug Holz. Hierfür. Dann brauche ich die Steinleiter hierfür, dass ich hier oben noch das Turmalin ausgraben kann. Und ich habe mich um einen Block nach unten verkalkuliert. Deswegen haben wir jetzt da reingegraben.